Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Auditorium, jetzt ist es mir eine Freude, unseren Chef, Herrn Professor Seitz, und gleichzeitig Initiator dieser Veranstaltung anzukündigen. Er wird berichten über Nähen statt Warten, und diese Überschrift fasst plakativ diesen Paradigmenwechsel in der Behandlung des akuten Keratokonus zusammen. Lieber Herr Flokerzi, der Titel stammt von Ihnen. So schöne Titel fallen mir gar nicht ein, wie viele von den Titeln in dem Programm. Er ist eindeutig der kreativere von uns beiden. Man muss ja mit einem Gefühl der Scham sagen, dass wir in Deutschland und nicht nur in Deutschland jahrzehntelang, um nicht zu sagen 100 Jahre lang, gewartet haben, bis der akute Keratokonus besser wurde. Und keiner von uns ist jemals, weder unsere Vorväter noch wir, auf die Idee gekommen, dass man diesen lamourösen Weg von 4-5 Monaten abkürzen könnte. Ich habe keine, das Bild stammt von meiner Frau, keine finanziellen Interessen. Sie wissen, dass der Keratokonus natürlich eine große Familie ist, oder die Keratektasien, und das kennen Sie alles, aber ich wollte vielleicht für die jüngeren Kollegen nochmal auf den Keratokonus circumscriptus hinweisen, der ja nur so eine kleine Eindellung an der Rückfläche hat und der natürlich optisch nicht ins Spiel kommt, weil der Übergang vom refraktiven Index der Hornhaut zum refraktiven Index des Kammerwassers so gering ist, dass das optisch fast keine Rolle spielt. Sie haben das Bild schon gesehen, aber voller Stolz sage ich es nochmal, mehr als 2100 Patienten, mehr als 1000 waren mehrfach da, und der Dank an die Optikermeisterinnen und die Study Nurses hat Herr Flokerzi schon vorausgenommen. Drei Ziele sind es, das glaube ich wurde heute noch nicht erzählt, die dem Homburger Keratokonuszentrum innewohnen, nämlich die Frühestdiagnose, den Langzeitverlauf zu eruieren, die stadiengerechte Therapie, und Sie haben von Herrn Latter und Frau Stachon das gehört, Ursachenforschung, Hypothyreose, Harnstoffzyklus und auch entzündliche Komponente. Aus diesem wunderbaren stadiengerechten Therapieoptionen-Schema werde ich heute nur ganz kurz über so ein ganz einfaches Thema reden, was mir für heute zugeteilt wurde. Ich darf also nicht reden über diese Dinge, perforierende Keratoplastik, vordere lamelläre Keratoplastik, über, wie meine Frau sagen würde, über Zähnchen und Sterne, darf ich heute nicht reden, sondern über diesen seltenen, aber ganz schlimmen Stiefbruder des Keratokonus, nämlich den akuten Keratokonus. Und wir sind uns bitte alle einig, dass wir keine Keratoplastik, natürlich keine perforierende Keratoplastik im Akutstadium machen. Das Gewebe ist aufgedunsen, ist sulzig, die Fäden werden locker, Vaskularisation, Infiltration, Immunreaktion, der Anfang vom Ende. Also nie in solchen Stadien die Leute zur Keratoplastik schicken. Was sind die Symptome? Das sind eigentlich die Symptome jeder schlimmen Hornhautaffektion, nämlich der Visusabfall, die Photophobie, die Epiphora, Fremdkörpergefühl und Schmerzen. Und wir haben uns gerade noch mal darüber unterhalten, es ist fast immer einseitig der akute Keratokonus. Das waren also die Symptoms, und dann wollen die Amerikaner immer Signs. Ein starkes fokales Stromaödem mit Vakuolen und Pseudozysten, weil es keine, Gott sei Dank, keine epitheliale Auskleidung gibt. Fokale bullöse Keratopathie mit oder ohne Erosio, wenn Erosio dann auch Schmerz. Kontralaterale Keratokonuszeichen. Wir haben ja gesehen, die Asymmetrie, es ist immer ein Auge strebt voran, das andere ist zum Teil deutlich weniger ausgeprägt, aber das andere Auge schauen wir an, ja auch wenn wir die Fuchsdystrophie diagnostizieren, schauen wir immer aufs andere Auge, auch wenn eines schon ausgeprägt bullös keratopathisch ist. Keine Zeichen einer Infektion, also keine Zellen, keine Hypopion, keine Synechien, und im Entferntesten muss man die Herpes simplex Virus Endothelitis ausschließen. Aber, und das wird uns immer wieder mal zugewiesen, auch der vakuolisierte Riesensalzmannknoten ist eine Differentialdiagnose wert, wie Herr Pauletti, ein Assistent von uns, kürzlich publizieren konnte. Die konservativen Therapieoptionen, und ich habe das eingangs schon erwähnt, war früher abwarten. Bisschen pflegende Therapie, bisschen Druckmessung, also die Goldmann-Ablanationstonometrie liefert hier natürlich chronisch falsch niedrige Werte. Antibiotische Tropfen bei Epitheldefekt geben zur Infektionsprophylaxe. Ich halte von Steroid-Augentropfen nichts. Ich halte ehrlich gesagt auch von Verbandskontaktlinse nichts. Und dann haben wir dem Patienten gesagt, das wird schon wieder, das Auge wird nicht perforieren. Ich glaube, ich habe einmal in den 30 Jahren jetzt einen akuten Keratokonus gesehen bei einem schweren Neurodermitiker mit Down-Syndrom, der gerieben hat, wo ein bisschen
Kammerwasser aus dieser Hornhaut herausgeflossen ist. Im Übrigen habe ich bisher keinen perforierten akuten Keratokonus gesehen. Man muss die Leute natürlich vom Reiben abhalten. Und ein kleines Bild, bevor ich zu den Nähten komme, auch vorweg. Manchmal, wenn man dann die Patienten spontan heilen lässt, dann hat man nach 5, 6 Monaten plötzlich einen viel besseren Visus als vorher. Weil durch die Vernarbung es zu einer Abflachung und zu einer Regularisierung kommen kann, wenn die Narbe, wie hier, Sie sehen hier übrigens auch den mittelperipheren Fleischerring sehr gut, weil das eben, wenn das mittelperipher liegt und nicht zentral, der zentrale Visus besser werden kann. Und wenn wir die histologischen Präparate von früher anschauen, dann haben wir einen Riesendefekt zwischen den wie ein Schweineschwanz aufgerollten Enden der Deszimetschen Membran. Das zwischendurch wird ja dann mit einer Basalmembran und dem Endothel wieder geschlossen und dann kommt es zu einer Resorption des Stroma-Ödems. Also keine tiefe anteriolamelläre Keratoplastik, insbesondere nicht mit einer Big-Bubble-Technik, weil wir ja dann, wenn wir die Deszimet freilegen wollen, ja die Luft direkt in die Vorderkammer spritzen würden. Wenn Sie nochmal vielleicht diese Statistik anschauen über den Anteil der vorderen lamellären Keratoplastik in Deutschland in den letzten 10 Jahren, 2019 war es 2,5%, also das nimmt relativ gesehen ab, absolut bleibt es ungefähr gleich, weil die Gesamtzahl der Keratoplastiken zunimmt. Also die DALK ist bei uns ohnehin in Deutschland nicht populär. Was sind jetzt aber die chirurgischen Therapieoptionen? Und es geht jetzt erst so seit vielleicht 10 Jahren los, dass man darüber sich Gedanken macht. Luftgaseingabe, verschiedene Gassorten wurden vorgeschlagen. Die Vorstellung ist, wenn kein Wasser in der Vorderkammer, dann kann auch kein Wasser in der Hornhaut sein. Also wenn Gas in der Vorderkammer ist, dann strömt auch keins mehr durch den Deszimet-Defekt. Viele sagen, es muss ein Deszimet- und Duas-Layer-Defekt sein, in das Stroma ein. Lufteingabe mit intrastromalen Venting Incisions habe ich nie gemacht, also dass man die Pseudozysten noch ein bisschen ansticht. Bachmann und Kursiven in Köln haben die Mini-DMEC als Deszimet-Patch vorgeschlagen. Das ist meines Erachtens eine sehr schwierige Operation, weil man ja fast nicht sieht. Tiefe Kompressionsnähte, prädezimetal oder Full Thickness mit Gas oder Luft halten wir aber für sehr sinnvoll und wir haben die deswegen nach dem Letztautor Herrn Morin aus Rouen als Moränennähte bezeichnet. Wir machen das seit Januar 2017 in Homburg. Wir geben also etwas Luft ein und dann sieht man hier den Riss und wir legen dann die Nähte immer senkrecht zum Riss. Hier sehen Sie angedeutet eine basale Jagd-Iridotomie, die wir machen, um am Ende keinen Luftblock zu haben, so wie wir das bei der DMEC auch immer machen. Manchmal kann man nicht bei 6 Uhr, da muss man bei 5 Uhr oder bei 7 Uhr das Loch schießen. Und dann prädezimetale Nähte. Die jungen Kollegen, wenn sie das erste Mal das machen, lieber perforieren, lieber durchstechen und die 3 bis 5 Endothelzellen riskieren, als zu oberflächlich stechen. Weil wenn hinten das noch klafft, dann haben sie keinen Effekt. Also im Zweifel lieber durch. Das sind meistens so 4 bis 6 Nähte. Wir versenken die Knoten wie immer bei jeder Hornhautchirurgie, 10-0 Nylon. Und dann lassen wir noch eine Luftblase von ungefähr 90%, wie wir das auch am Ende der DMEC machen, zurück und eben aus dem Grund vorher die Jagd-Iridotomie. Am ersten Tag danach ist die Luft schon zur Hälfte weg, aber Sie sehen, wie klar die Hornhaut nach einem Tag typischerweise schon ist. Vor 2 Jahren hat Frau Schiesel das publiziert. Vorher war die Hornhaut 1300 Mikrometer dick mit Vakuolen. Nach 6 Wochen war es reduziert auf 398. Dieser Patient hatte, wie Sie sehen, hier einen ausgeprägten Keratotorus oder pellucide marginale Degeneration, sodass wir, obwohl wir die Hornhautchirurgie lieben, dankbar waren, dass Frau Julien hier eine Skleralinse wieder anpassen konnte und der Patient keine Keratoplastik gebraucht hat. Also nochmal zur OP-Technik auf einem Bild. Jagd-Iridotomie kaudal, bewusst so schwammig formuliert. Tropfanästhesie oder RBA, je nach Kooperation, Luftfüllung in der Vorderkammer, Identifikation der Richtung des Defektes, 4 bis 6 prädezimetale 10-0 Nylon, Einzelknüpfnähte mit versenkten Knoten, lieber durchgreifend als zu oberflächlich, bewusst rot gemacht. 90% Luftfüllung am Ende, Rückenlage dann, so wie wir es für die DMEC auch machen, für einen Tag, Tensiokontrolle alle 2 Stunden, wie wir es für die DMEC auch machen, damit man nicht doch einen Druckanstieg übersehen. Und die Fadenentfernung machen wir nach 6 Wochen, aber das ist ziemlich artifiziell. Frau Razzafimino hat für die DOG letztes Jahr 11 Patienten untersucht und hat gesehen, wie das klinisch
sich entwickelt. Also im Mittel war die Hornhautdicke 1700 Mikrometer zu Beginn, nach einem Tag bereits 1000 Mikrometer, nach 6 Wochen 650 Mikrometer. Wir haben einen schnelleren Visusanstieg gesehen und keine akuten Druckspitzen gesehen. Jetzt mogle ich Ihnen doch noch einen Eczema-Laser-Keratoplastik-Dia unter, also Eczema-Laser-Keratoplastik nach Moränennähten. Sagen wir, das hat stattgefunden vielleicht nach 2 bis 3 Monaten und nicht erst nach einem halben Jahr. Wir nehmen also den radialen Keratotomie-Marker, zentrieren ihn immer am Limbus, nicht an der Pupille. Das ist übrigens auch genauso wichtig bei den Intakes, dass man das nicht an der Pupille zentriert, weil ja die nach nasal oben verschoben erscheint. Optische Verzerrung. Dann kommt mit dem Schwinter-Maris Eczema-Laser das Pseudoring-Profil hier. Ich gehe jetzt mal etwas schneller. Wir machen mit Frau Dahle zusammen eine Doktorarbeit, wo wir die Abstände genau messen. Deswegen müssen wir für den Pathologen genau anzeichnen, wie er denn seinen Schnitt machen muss, damit wir auch reliable Werte finden. Dann die Iridotomie, in dem Fall ja immer bei 12 Uhr. Dann die erste Situationsnaht bei 6 Uhr. Die zweite bei 12 Uhr. Dann die 8 Einzelknüpfnähte. Und dann die doppelt fortlaufende Kreuzstichnaht, über die Herr Suffo gleich im Detail noch reden wird. Wir versenken immer die Knoten im Stroma und entfernen dann die 8 Einzelknüpfnähte und machen am Ende eine Placidoscheibenkontrolle und entfernen das komplette Hilon. Bei diesem Patienten war der Abstand jetzt in der histologischen Untersuchung ganz gering. Da oben sehen Sie ein ausgeprägtes Tohuwabohu, Bowman-Lamelle-Defekte, Vernarbungen, aber ich möchte das Augenmerk auf diesen kleinen Defekt hier richten. Das ist ein anderes Beispiel, so sieht es am ersten postoperativen Tag aus, nach 6 Wochen, dann kommen die Fäden raus und dann wird die Keratoplastik gemacht. Das wäre unsere Sequenz beim akuten Keratokonus, wenn er nicht kontaktlinsentolerant ist und insbesondere, wenn er eben eine periphere Verdünnung hat. Ein anderer Patient mit diesem enormen Keratokonus, mit diesem akuten Keratokonus, der erste Tag und nach 6 Wochen eine extreme, schnelle Vernarbung. Oder hier wiederum der geringe Defekt von 67 Mikrometer in der Histologie nach Keratoplastik oder ein anderer massiver akuter Keratokonus. Hier sehen Sie im Akutzustand, Vorderabschnitts-OCT ist hier wirklich hilfreich. Da hier war der Abstand 147 Mikrometer nach Moränennähten. Wenn wir alte Präparate uns anschauen, ohne Moränennähte, haben wir hier einen Abstand von 1249 Mikrometer. Weiß man auch nicht genau, ob das damals wirklich senkrecht geschnitten wurde, vielleicht ist das noch breiter. Und hier ein Beispiel, 1651 Mikrometer bei der Keratoplastik, die hier vielleicht dann nach einem Jahr oder 2 Jahren erst stattgefunden hat. Also mein schlichtes Fazit für heute Nachmittag wäre, die sofortige operative Intervention mittels 10-0 Nylon-Kompressionsnähten mit intrakameraler Luft- oder Gaseingabe nach kaudaler Neodymiak-Iridotomie führt zu einer raschen Abnahme des Hornhautödems schon am nächsten Tag und zu einem schnelleren Visusanstieg. Die histologische Analyse zeigt einen signifikant geringeren Abstand der Deszimetrisenden im Bereich von 100 Mikrometer nach den Moränennähten im Vergleich zu mehr, zum Teil weit mehr als 1000 Mikrometer im Spontanverlauf. Und eine Eczema-Laser-Keratoplastik kann so entweder vermieden werden oder bei Kontaktlinsenintoleranz deutlich schneller erfolgen, als das früher der Fall war. Also Take-Home-Message: Trübung, sofort Nähte, nach 6 Wochen die Fäden raus. Vielleicht haben Sie das heute gemerkt, das gilt nicht nur beim Keratokonus, das gilt nicht nur beim akuten Keratokonus, sondern es gilt in der Klinik und es gilt bei einem solchen Symposium insbesondere. Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results. Und das ist unser Motto hier in Homburg und damit machen wir auch noch weiter. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen oder Anmerkungen aus dem Auditorium? Im Moment noch nicht. Es gibt eine Frage aus der Frage- und Antwortsektion. Wie schließe ich differentialdiagnostisch eine Herpes-Simplex-Endotheliitis aus? Also typischerweise ist die Herpes-Endotheliitis geht mit wesentlich weniger ausgeprägtem Befund einher. Man kann nie bei der Herpes-Endotheliitis Vakuolen sehen oder zystoide Strukturen. Es ist homogen, es ist eher ein Diskus. Ja? Sie kennen das vom Sport. Diskoide, Trübungen, peripher typischerweise, normale Hornhaut in der Mitte, Verdickung.
Also das ist wirklich nur im aller Entferntesten. Ich persönlich würde sagen, ich denke ja immer an Herpes, wenn ich irgendeine kranke Hornhaut sehe. Aber beim akuten Keratokonus denke ich eigentlich, ich habe es auf dem Dia geschrieben, aber ich denke eigentlich klinisch nie an Herpes. Wichtiger ist schon der Salzmannknoten, weil das manchmal vakuolig sein kann und da ist wirklich das entscheidende Gerät. Wir brauchen ja das Vorderabschnitts-OCT ehrlich gesagt ganz selten. Wir brauchen es für die DIMEC, um zu gucken, ob die Transplantate anliegen. Wir brauchen es vielleicht, um die Dicke vor der Eximalaser-gestützten DALK zu bestimmen und vor der Intex-Implantation. Aber hier kann man sofort sehen, ist es ein akuter Keratokonus oder ist es eben eine normale Hornhaut, wo irgendein vakuolisches Fibrose-Stück aufgelagert ist. Es gibt eine weitere Frage. Wie hoch ist das Risiko für die Vernarbung der zentralen Hornhaut nach diesen Kompressionsnähten? Die Vernarbung kommt ja immer. Die kommt immer dort, wo vorher der Riss war. Und wenn man es an der Spaltlampe anschaut, das versuche ich den jungen Kollegen immer zu sagen, dann müssen sie gucken, wo die Trübung ist. Wenn die Trübung prädezimetal ist und der Patient hat noch so eine halbwegs passende Anamnese, dann können wir von einem zurückliegenden Keratokonus, akuten Keratokonus ausgehen. Wenn aber die Vernarbung subepithelial oder oberflächlich stromal ist, dann ist das meistens ein Kontaktlinsentrageschaden, so ein bisschen Salzmannsche noduläre Degeneration durch ständiges Trauma der Kontaktlinse. Also immer gucken, wo genau in diesem halben Millimeter die Narben sind. Und wie schon gesagt, wenn die Narbe im Zentrum ist, spielt die Kontaktlinse keine Rolle. Wenn sie aber mittelperipher ist und der Patient kontaktlinsentolerant ist, dann verzichten wir auf die Hornhautverpflanzung. Eine weitere Frage, wie viele Patienten brauchen eine Keratoplastik nach der Versorgung mit tiefstromalen Kompressionsnähten? Also ich habe keine Zahlen parat, aber ich würde sagen, was würden wir sagen? Also die meisten, 80%. Frau Julian, wie viele Kontaktlinsen passen Sie nach akuten Keratokonus an? Ist Ihnen einer im Kopf? Also den ich gezeigt habe? Also dann sagen wir mal, mehr als 90% brauchen eine Keratoplastik hinterher. Ja? So, aus der Hüfte. Und wir haben noch darüber diskutiert, es ist einseitig. Also wir haben, was haben Sie gesagt, 120 Augen von den 4.100 haben einen akuten Keratokonus und davon hat kein einziger einen akuten Keratokonus auch am anderen Auge. Das ist für die Aufklärung, für die Beruhigung der Patienten ganz relevant. Danke.